Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu Elex, meinem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und ich sollte mal wieder normal reden, weil sonst kriegen andere noch Ohrenkrebs. Jawohl, ich muss leider sagen, ich nehme dieses Projekt, zum zweiten Mal auf. Ich habe schon 8 Parts zu dem Teil gedreht, oder waren es 7? Ich weiß nicht mehr ganz. Ich habe ein paar Videos auf jeden Fall schon gemacht und 2 hatte ich auch hochgeladen. Aber ich war mit der Qualität absolut nicht zufrieden gewesen. Das Bild war viel zu dunkel und anstatt mitten im Projekt die Qualität plötzlich hochzuschrauben, habe ich gedacht, ey komm, scheiß drauf, das Game gefällt mir so sehr und ich will gerade von Anfang an richtig einfach, anfangen mit dem ganzen Zeug hier. Gut, fangen wir an. Was soll ich noch zu dem Game sagen? Das Game ist von den Machern von Risen 2. Das Game hatte ich damals auch auf der Xbox gespielt, also Risen 2, nicht das. Das ist logischerweise erst vor einem halben Jahr rausgekommen. Und ich rede schon wieder viel zu viel und ich glaube, wir fangen einfach mal an. Los geht's! Welchen Schwierigkeitsgrad? Machen wir mal normal erst. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. So erfüllst du also deinen Auftrag.
Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. So, da sind wir wieder, abgeschossen von unseren eigenen Leuten, das gefällt uns natürlich gar nicht, aber kann uns jetzt scheißegal sein, wir haben überlebt. Man sieht schon, der war vorher ziemlich grau gewesen und jetzt sieht er relativ normal wieder aus. Und woran liegt das wohl? Genau, das wird er uns gleich sagen. Also das Spiel sieht schon wirklich mega schön aus, finde ich. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Genau. Also, wir brauchen eine Waffe. Und ich tue jetzt schon mal ein bisschen Zeug unterwegs hier einsammeln. Das können wir nämlich später dann sowieso gebrauchen und verkaufen. Da wollen wir hoch. So. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden um dich. Was ist das? Emotionen? Das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Traum. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Okay. Leichter Schlag. Ich muss hier weg. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Also das ist so, dieses Elex-Zeug, wovon... Meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Man sieht also, er sieht relativ normal... Eine meiner Crony-Einheiten, U3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört. Ist ja gut, ich halte ja die Klappe. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Da ist nichts mehr zu machen. Okay, also wie gesagt, er sieht schon wieder relativ menschlich aus. Man hat ja vorher gesehen, dass die Leute, die mit Elex in Kontakt sind, beziehungsweise das konsumieren, das ist anscheinend wie so eine Art Droge, die Haut auch extrem verfärbt und aber dafür auch wirklich stark macht. Aber ja. Er hat ja schon eben gerade gesagt gehabt, dass ihn, dass er schon wieder relativ menschlich aussieht. Puh, oh, jetzt habe ich mich erschreckt, scheiße. Mist, ey, du Bastard, ey. Was kannst du mich einfach an, ey? Wo sind wir denn hier, ey? Also, genau. Und dieses Elex-Zeug ist einfach das, was ihn einfach extrem stark gemacht hat. Und das hat er ja jetzt natürlich nicht mehr. Und sieht dadurch relativ... normal, möchte man sagen, aus. Abgesehen von den ganzen Narben, die der in seiner Fresse hat. Gut. Ich werde jetzt auch gerade, wenn ich das Video hoch... Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Ich werde jetzt auch natürlich gerade zwei Videos hochladen, weil ich habe zwar schon 7 Videos produziert gehabt, aber erst 2 hochgeladen, so dass es danach wieder auf einen komplett normalen Stand ist für die Leute, die die Videos einfach schon geguckt haben. Es ging mir einfach wirklich letzten Endes nur noch um die Qualität, weil... Die Rendereinstellung war nicht richtig gewesen, da ich eine längere Pause gemacht habe und auch das Bild war viel zu dunkel. Also. Mhm. Tipptopp. So. Hier haben wir tatsächlich jetzt Elixit gefunden. Und was uns das bringt, weiß ich selber noch nicht. Ich habe soweit selber noch nicht gespielt. Aber man kann es anscheinend, kann ich euch ja mal zeigen. Das Inventar kann man hier öffnen. Und jetzt habe ich das Elixit, glaube ich, irgendwo hier. Wo war das gewesen? Genau da. Nee, warte. Schatulle, Knochen, Dietrich.
Bin ich blöd? Items. Ich habe das doch eben gerade aufgehoben, oder? Also erstmal den Bogen auf jeden Fall anziehen. Setze mich auf 3. Das ist Ausrüstung. Ich habe doch eben gerade Elixit aufgenommen. Ah, Elixit 1. Ah nee, das ist ja die Währung, stimmt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das nochmal war. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt gerade heute, an dem Tag, wo ihr das Video guckt, gerade 2 Parts auch hochladen, dass das auf dem Stand ist, wie es vorher war. Die Jagd beginnt. Kallax, dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch, er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Genau. Also das Spiel sieht schon mega schön aus und die Spielmechanik gefällt mir auch wirklich sehr gut. Evakuierungssequenz eingeleitet. Bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich umgehend zu den ausgeschilderten Ausgängen. Den Anweisungen des Servicepersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Observierungsstation. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah, mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Es wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Hier gibt's nichts zu holen. So kann man natürlich ein bisschen Erfahrung noch bekommen. Heiltränke, mega wichtig. Was haben wir hier in den Spind drin? Klopapier, Zigaretten. Nehme ich alle mit. Kann man leider nicht rauchen, die Zigaretten hier. Sind wirklich nur zum Verkaufen. Okay. Das ist so mal das Nötigste. So, was haben wir denn hier noch drin? Hier haben wir noch einen Schrank. Trockenfleisch, Metallschrott. Hier haben wir überall Metallschrott. Hier gibt es nichts mehr. Ein Heiltrank. Komm schon. Oh, ernst jetzt? Ja, ja, hab's verstanden. So. Sehr schön. Die wäre auch tot. Ah, Zigaretten, Zigaretten, Zigaretten. Okay, eine Rolle auf den Schreibtisch machen. Ah, hier haben wir... Oh, ein Hammer. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Okay. So, hier haben wir wieder Elixit gefunden. Jetzt haben wir tatsächlich 2 Stück. Ich weiß halt immer noch nicht genau wirklich, wie die Währung hier funktioniert. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist die Währung hier, Elixit. Aber man kann das Zeug auch irgendwie, glaube ich, zu sich nehmen. Ich könnte schwören, das letzte Mal, kleiner gelber Stein, Hammerklopapier, dass ich das irgendwie zu mir nehmen konnte. Aber, ja, werden wir, wie gesagt, erfahren. Jetzt reden wir mal doch vorne mit unserem guten alten Freund da. Mal ein Stückchen trinken. Voll in die Fresse. Geht's wieder? Du bist zu laut. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine 2 Tage in dieser Gegend. Ich komm schon klar. Ich komm schon klar. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier draußen bin. Das kannst du halten, wie du willst.
Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Aus der Observierungsstation. Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Mhm. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps. Das war unsere gewesen. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Also er weiß nicht, dass ich in dieser Flugmaschine war, die abgestürzt war und dass ich ein Alp bin, aufgrund, dass ich ja wieder relativ menschlich aussehe, da ich die Droge ja Elixid nicht mehr zu mir nehme. Also lassen wir dem erstmal noch ein bisschen im Glauben. Sag das nochmal, du Kröte. Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Ich werde mir schon zu helfen wissen. Tatsächlich? Selbst für einen einfachen Berserker wie mich bist du im Moment keine Herausforderung. Aber das muss ja nicht so bleiben. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. So, lassen wir das. Dem möchte ich jetzt nicht folgen. Und zwar habe ich das nämlich vorher schon gemacht, um jetzt mal ein bisschen Abwechslung in das Spiel hier reinzubringen. Habe ich gedacht, dass ich jetzt wirklich mal zu den Alps laufe. Ah, da war ein Krümel. Das sind ja eigentlich meine Gefolgsleute, weil ich habe ja hier eine... das Land Edan betreten. Ah, hier habe ich ja, genau. Ich habe hier noch, einen Auftrag. Da ist ein kleiner Vorposten der Alps an einem Waldrand von Edan. Ich sollte mich ihnen zu erkennen geben. Mal sehen, was mein Wort noch wert ist. Sollten sie meine Autoritäten nicht mehr anerkennen, dann puste ich sie weg. Also dann nehmen wir doch das an. Ich laufe jetzt nicht mit dem durch die Gegend. Aktionen wie Sprinten, ja, das kenne ich alles. Gut. Magellan ist gefährlich. Duras kann dir helfen, zu überleben. Nö, möchte ich nicht. Okay, ich glaube, der hatte gesagt, im Norden ist dieser Hauptposten. Das müsste der hier oben sein dann. Aber ich laufe ja genau in die andere Richtung. Ah, nee, ich bin richtig. Okay, jetzt hoffe ich natürlich, dass wir die auch alleine packen hier. Okay. Ja, das weiß ich, ich kenne das. Ach du Bastard. Okay, die sind wirklich nicht so einfach zu killen. Ähm.
Komm schon, nimm den Trank. Naja, hat mir jetzt doch geholfen. Also dieser Duras, der ist anscheinend, also der ist wirklich mega stark, ne? Und ich hoffe, dass ich den Weg ohne ihn bis da hinten hin schaffe. Ich tue schnell das Spiel abspeichern zur Sicherheit. Spielstand speichern. Yep. Spielstand 1 speichern. Ja, gut. Speichern wir mal ab zur Sicherheit, sonst werden wir... Nur zur Sicherheit, sonst werden wir hier voll auseinandergenommen. Magellan ist... Also es sagt uns immer wieder, dass es mega gefährlich ist, hier alleine lang zu laufen. Und dass wir doch den Duras fragen sollen, uns zu helfen. Und das mache ich auch wirklich nur, wenn es gar nicht mehr geht. Noch ein paar Pflanzen aufsammeln hier unterwegs. Weil die Gegner hier sind halt wirklich mega stark. Du wirst halt hier relativ schnell zurechtgewiesen, wenn du dich halt zu weit von Gebieten, zu weit von dem Gebiet entfernst, was für dein Level geeignet ist. Also, oder für unsere Stärke, je nachdem. Ja, wir folgen der Straße. Oder? Ist das richtig? Nochmal gucken. Ja, genau. Und jetzt können wir da hinten dann links laufen. Oh, ich hoffe, wir schaffen die. Da vorne war so ein Vieh gewesen. Ich habe aber keine Pfeile mehr, oder? Doch, habe ich. Okay. Ja, natürlich nicht getroffen. Oh, der geht klar. Den schaffen wir. Komm schon. Ah, mach doch. Oh, das gibt's doch nicht. Hey. Okay, okay, okay. Warte schnell, warte schnell, warte schnell. Lass mal trinken. Okay, jetzt. Oh, komm schon. Jetzt. Ja, sehr schön. Den hätten wir erledigt. Ist also wirklich nicht einfach. Aber sollten wir hinkriegen. Aber Leute, an der Stelle, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen kurzfristig kommt, muss ich den Part beenden. Wir sind schon bei über 20 Minuten. Und ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Und wie gesagt, ab dem nächsten Part geht es jetzt dann halt auch wirklich komplett neu weiter, weil ich auch neue Wege eingeschlagen bin. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim zweiten Part wieder ein. Und bis dahin würde ich sagen, haut mir doch einen Daumen nach oben, um mich zu unterstützen. Und haltet die Ohren steif, Leute. Schönen Abend. Ciao.